Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Herr Binding, Ihr Lob und auch von Herrn De Masi, dass nun Tesla nach Berlin kommen will, will ich nicht zu früh feiern. Vielleicht dauert es wieder 12, 15 Jahre wieder Flughafen und wir haben dann schon den Wasserstoffantrieb. Dann wäre das eine Investitionsruine. Aber Rot-Rot schafft eben keine Arbeitsplätze, sondern vernichtet welche. Und das werde ich auch gleich hier darlegen. Wir besprechen also heute den Antrag der FDP, der eingebracht wurde. Auch an dieser Stelle vielleicht an den Kollegen Dr. Bayaz ein bisschen Nachhilfe, wenn Sie mit Amerika gewesen wären, wüssten Sie, dass deutsche Unternehmen aufgrund auch der Steuerreform dort über 5.300 Unternehmen investiert sind, mehr als 700.000 Arbeitsplätze in Amerika geschaffen haben und im letzten Jahr ein Investitionsvolumen von mehr als 409 Milliarden Euro in den Vereinigten Staaten hatten. Und bestimmt nicht, weil die Vereinigten Staaten steuerlich so unattraktiv sind. Schauen Sie sich da vielleicht mal die Bilanz hier in der schönen Bundesrepublik Deutschland an. Die wird dann nämlich ganz anders ausfallen. Ja, und Frau Kiezel-Tepe, was Sie hier bejammern, fangen Sie doch einfach in Ihrer so abgefeierten EU an. Die ist laut EU-Bericht für 825 Milliarden Steuervermeidung und Hinterziehung jedes Jahr, also ein Target-2-Saldo fast verantwortlich. Bevor Sie also weltweit anfangen, fangen Sie doch erst mal an, das zerrüttete Haus Europa zu bestellen und nicht der Zahlenmeister für Europa und die Welt zu sein. Das zahlen nämlich auch die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kommen wir aber zur Debatte. Immerhin, nach dem IFM-Institut, und das gehört alles zusammen, da brauchen Sie auch nicht so zu lachen, das sollte man vielleicht auch mal den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorführen, 99,3% der deutschen Unternehmen sind im sogenannten Mittelstand, also als KMU, tätig, meine Damen und Herren. Das sind 39,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, die dort beschäftigt sind. Also, anstatt, liebe Kollegen der GroKo oder der nicht mehr ganz so großen GroKo, wie man sieht, über weitere Steuerarten, wie beispielsweise die Luftverkehrssteuer, nachzudenken, könnten wir hier doch im Deutschen Bundestag tatsächlich den Weg der FDP mal einschlagen und darüber nachdenken, wie macht man es, den Gürtel enger zu schnallen und bei der Ausgabenseite anzufangen. Da würden mir viele Ausgaben einfallen, an denen wir zusammen mal rangehen könnten. Denn ich zeige Ihnen mal die Arbeit Ihrer tollen Unternehmensfinanzpolitik und Besteuerung an dieser Stelle in den letzten Jahren. Wie viele Unternehmen nämlich schon abgebaut haben und abgebaut werden. Das sind alles Arbeitsplätze. Ja? Können Sie sich anschauen, die offiziellen Zahlen. BASF 6.000, Bayer 12.000, BMW 10.000, Continental 15.000, ThyssenKrupp 4.000, Kaufhof 2.600, Deutsche Bank 18.000, Bosch, klassischer Mittelstand, 15.000 und so weiter. Ich könnte es fortsetzen. In der Summe nur hier 151.510 Arbeitsplätze, die aufgrund Ihrer desolaten Politik verloren gegangen sind. Da sollten Sie sich vielleicht mal schämen und anfangen, was zu tun. Daher begrüßen wir, da brauchen Sie ja nicht zu schimpfen hier auf der Seite, es ist, wie es ist. Deshalb sind wir für den FDP-Antrag und mit ihm zu diskutieren, was ist an dieser Stelle diskussionswürdig, was kann man zusammen machen. Aber statt diesen echten, ernsthaften Aufschlag wahrzunehmen im Finanzausschuss, möchte ich, und das ist eigentlich der Gipfel der Unverschämtheit, mal die Antwort der CDU mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren zu diesem Antrag. Das ist schon nicht mehr zu überbieten. Es sei wichtig, im verschärften internationalen Steuerwettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft müsse auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung gestärkt werden. Ziel müsse es sein, die Belastung nicht entnommener Gewinne in Unternehmen zu belassen und auf maximal 25% zu begrenzen. Punkt. Und was machen Sie hier? Sie diskutieren es nicht mal, machen einen durchaus in der Sache diskussionswürdigen Antrag lächerlich. Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie wirklich Unternehmenspolitik machen wollen, dann kann ich nur hier rechts von Ihnen schauen. Das können Sie mit unserer Fraktion, da sitzen vernünftige Wirtschaftsfachleute, das können Sie mit der FDP und mit Ihren Leuten, aber mit denen wollen Sie doch nicht ernsthaft dort drüben links noch hier Unternehmenspolitik gestalten können. Lassen Sie also Ihren Worten auch Taten folgen. Die sind ja schön, ich habe sie eben zitiert, denn Sie kennen den berühmten Spruch, an Ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Meine Damen und Herren, hier, auch wenn die GroKo sich gerne Selbstzeugnisse ausstellt, muss ich Ihnen an dieser Stelle eine glatte 6 verpassen. Die Zahlen haben Sie eben gesehen. Gehen Sie mit uns offen in den Dialog, das werden wir mit der FDP auch tun. Herr Kollege. Aber diese Nummer lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen. Dankeschön. Der nächste Redner, der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion.